Hallo, liebe Jungfrau, und willkommen zu deinen Highlights für 2025. Ich bin Daniela und in dieser Legung schaue ich nach den Highlights, nach den vier Jahreszeiten. Was wichtig ist zu sagen, wir beginnen hier im Winter und das ist der Winter 2024-25, sprich der Zeitraum, der jetzt dann schon ganz bald im November beginnt, eben sobald es wirklich kalt wird. Dann schauen wir hier in den Frühling, in den Sommer und in den Herbst und in einem Jahr dann wieder nach den Highlights. Ich habe hier generell eine Win-Win-Situation für die Jungfrau liegen. Die 9 der Münzen im Tarot von Crowley kann immer mal eine Dreieckssituation anzeigen. Ja, irgendwie etwas, was zum Beispiel aus 3 Personen besteht. Ja, das kann zum Beispiel eine Vater-Mutter-Kind-Situation sein. Das kann sein vielleicht deine 2 besten Freundinnen, deine 2 besten Kumpels. Vielleicht gibt es auch auf der Arbeit irgendwie so ein Dreigestirn, ja. Und so eine Dreiecksverbindung oder Dreigestirn liegt hier als sehr segensreich drin, weil sich einfach alle aneinander bereichern und alle untereinander unterstützen, und zwar in einer anderen Form, als das in einer Zweierverbindung möglich wäre. Ja, und wie gesagt, generell ist eben auch dieser Charakter der Win-Win-Situation einfach ein Highlight. Ja, eine Situation, an der alle gewinnen. Das kann natürlich in der allgemeinen Legung auch immer mal noch sein, dass eine Situation angesprochen ist, wo eben noch mehr Leute involviert sind als nur 3, wo es eben mehr um diesen Charakter der Win-Win-Situation geht. Dann haben wir hier den Mond, die Intuition. Ja, verlasse dich auf deine Intuition, die führt dich den richtigen Weg. Und was die Karte sagt, ist, auch wenn du den Weg noch nicht siehst und er sich nur Schritt für Schritt zeigt, bleib im Vertrauen und fokussiere dich darauf, dass, wenn es darum geht, Probleme zu lösen oder irgendwie sowas in der Art in deinem Leben, ja, fokussiere dich auf die guten Lösungen, die einfach zum Wohle aller Beteiligten sind, die keinen benachteiligen, wo jeder sagt, wow, da habe ich was davon und das bringt mich weiter, ja, sodass eben im Endeffekt dann auch alle Gewinner sind. Das ist dein Highlight für den Winter. Und dann habe ich hier noch Warte. Stürze dich jetzt nicht in Aktivitäten. Nimm dir Zeit und das Ergebnis wird besser. Und da bleibst du auch einfach wieder bei deiner Intuition. Ja, lass dich hier wirklich von deiner Intuition führen. Brich nichts übers Knie und bleib geistig darauf ausgerichtet, dass alle an der Situation beteiligten Menschen oder alle in eine Familie oder Beziehung integrierten Menschen da irgendwo einen Benefit davon haben, ja, auf diese Win-Win-Situation. Das ist dein erstes Highlight im Winter. Und dann schauen wir hier in den Frühling. Im Frühling liegt die Fülle. Fülle ist selbstklärend, ja, Fülle. Diese Karte zeigt auch immer, wir haben hier auch wieder diese Dreieckssituation, also 3 Kelche. Und Fülle zeigt immer an, es ist eine Karte für Freundschaft, für Liebe, für Herzöffnung, für harmonisch fließende Energien. Ja, dafür, dass einfach auch ausreichend von allem da ist in deinem Leben, was du brauchst. Ganz egal, ob das Freundschaft ist oder Liebe oder auch eben die materiellen Dinge, die wir brauchen, um glücklich sein zu können. Und ich sehe, dass dir hier auch Lasten von den Schultern genommen werden. Ja, also diese Fülle hier, der 3 der Kelche, ist immer eine positive Fülle. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns etwas aufbürden. Und ich würde mal sagen, dass hier einfach auch Unterstützung kommt für dich, dass dein eigener Weg leichter wird, ja. Weil was er macht, ist, er entscheidet sich für eine Sache, die ihm wirklich gut tut. Und die anderen Dinge, die lässt er erstmal beiseite liegen, ja. Das heißt nicht, dass er sie aufgibt, das heißt nur, er macht eine Sache, macht die eine Sache richtig und möglicherweise, also so wie das hier liegt mit der Fülle. Fülle bedeutet auch immer Unterstützung. Wirst du hier Menschen an deiner Seite haben, die diese anderen Dinge
für dich aufrechterhalten. Und möglicherweise, manchmal ist es eben auch so, dass wenn uns irgendetwas zu viel ist, ja, wenn wir zum Beispiel in irgendeiner Form ehrenamtlich tätig sein, sind, uns irgendwo engagieren oder so, wo wir vielleicht dann tatsächlich auch mal eine Weile zurücktreten müssen, weil wir sagen, ich habe zu viel zu tun und ich packe das einfach nicht mehr, dass wir so etwas an jemanden weitergeben können, der in dieser Aufgabe wachsen kann, dem das nicht zu viel ist, den das erfüllt, den das glücklich macht, ja. Und ich sehe, dass dieses positive Geben und Nehmen hier einfach weiter fließt und dass sowohl die Fülle als auch dieses positive Geben und Nehmen für dich da ist als Highlight im Frühjahr und dass dir das einfach hilft, erstmal, dass dein Leben leichter wird, weil dir einfach Aufgaben abgenommen werden, die dir zu viel sind. Was natürlich auch bedeutet, dass du diese Aufgaben auch bewusst abgeben darfst und musst. Solange du sie weiter behältst, wird es natürlich nicht leichter. Und ja, also auch hier im Frühjahr sehr schöne Highlights für dich. Und dann habe ich hier Maria Magdalena, dass der Lehrer erwacht und sie sagt, du hast etwas Wichtiges zu teilen und folge diesem inneren Ruf und erlaube nichts und niemanden, dich aufzuhalten. Ja, von dem her ist auch das Highlight im Frühjahr, dieses Abgeben von Aufgaben, dieses Abgeben von Lasten, damit eben etwas frei wird, damit du hier diesem Ruf deiner Seele folgen kannst. Und die Unterstützung dafür, die liegt da als Highlight für dich im Frühling. Dann schauen wir weiter in den... Hoppala. Da kommt schon ganz viel Energie, wenn mir das halbe Kartendeck entgegenspringt. Ich mische jetzt gerade noch mal ein bisschen durch. Ich möchte auch nicht die Karten hier immer so auf den Tisch klopfen, weil mein Mikro auf dem Tisch steht und es klingt dann immer nicht ganz gut. Also, die Hohepriesterin. Und was ich gerade von meinem Guides bekomme, ist, es fliegt dir zu. Dein Highlight im Sommer ist, dass dir die Dinge zufliegen. Ja, du musst aber offen sein dafür. Ja, ich habe auch schon in einer anderen Legung gesagt, solange wir uns zu Hause im stillen Kämmerlein verstecken und uns die Decke über den Kopf ziehen, kommen die Dinge halt nicht so leicht zu uns. Und hier braucht es einfach so eine gewisse Offenheit, damit die Dinge aus dem Außen zu dir kommen können. Ja, sie hat ihr Herz offen, ihre Arme offen. Das Gegenteil davon wäre zum Beispiel auch so ein Ellenbogen rausstrecken, was so abwehrend ist. Also versuche einfach offenem, neuem Gegenüber offen zu sein, aufgeschlossen zu sein, das Herz offen zu halten, die Augen offen zu halten. Und ich sehe, dass sich hier Streitigkeiten klären. Das ist auch noch ein Highlight für dich im Sommer und das kann auch ein innerer Konflikt sein, dass sich ein innerer Konflikt klärt, friedlich wird und du merkst, du kannst daran wachsen. Ja, aber irgendetwas kommt hier zu dir und wie gesagt, das bringt dich auch in die innere Harmonie. Die Mondkarten sagen, akzeptiere Verantwortung. Ja, das ist auch ein bisschen was, was schon hier liegt, in dem Erwachen von dem Lehrer. Und Verantwortung bedeutet nicht immer, oder in deinem Fall jetzt eben nicht unbedingt, dass man sich selbst um alles kümmert, sondern mehr, dass man die Aufgaben weiterträgt an andere und das Ganze so ein bisschen überwacht. Ja, das hat auch etwas mit Verantwortung zu tun, mit Verantwortung für andere und was auch andere tun. Genauso wie wir dafür verantwortlich sind, was wir denken, fühlen und wie wir handeln. Ja, kann es eben sein, dass hier dem einen oder anderen von den Jungfrauen wirklich auch so eine Führungsrolle zuteil wird, wo es einfach an der Zeit ist, nach anderen zu schauen, andere anzuleiten, Wissen weiterzugeben, was natürlich auch was mit Verantwortlichkeit zu tun hat. Ja, und bleib einfach offen für die Dinge, die zu dir kommen wollen, die dich finden wollen, die du vielleicht auch schon lange ersehnt hast. Ja, und so wie das hier liegt, kommt das von selbst zu dir. Das Einzige, was du tun musst, ist einfach so dieses Offensein, empfänglich sein und dann darfst du dich überraschen lassen, was hier den Weg in dein Leben findet. Und dann schauen wir in den Herbst. Und hier habe ich die drei der Münzen, die Arbeit, Klarheit, ja.
Im Herbst ist eine Zeit, wo dir in dir sehr viele Dinge klar werden. Und das hat was damit zu tun, dass dein Denken und dein Fühlen in dir arbeitet. Ja, und von dem her, lass deine Gedanken fließen, sei präsent mit deinen Gefühlen, nimm wahr, wie sich die Gedanken anfühlen, wie sich die Gedanken verändern und wie sich damit auch die Gefühle verändern. Das ist der Prozess, den wir hier hinten sehen mit diesen Wolkenwellen, wo wir eigentlich nicht wissen, sind es jetzt Wolken oder sind es Wellen, das einfach davon zeugt, dass Denken und Fühlen eng miteinander verknüpft ist und dass dadurch, dass wir das Ganze fließen lassen, Wasser will fließen, Wind will in Bewegung sein. Ja, lass es in Bewegung sein, mal stürmisch, mal sanft und lass dich überraschen von den Erkenntnissen, die daraus entstehen, die sind sehr wichtig für dich. Und dann habe ich hier noch den König der Kelche. Der König der Kelche ist hier für mich auch immer so diese Seelenpartnerkarte. Ja, das heißt, es kann sein, dass ein Mensch in dein Leben tritt, der dich beschäftigt, der möglicherweise eine Partnerin, ein Partner werden kann. Das ist möglich, auch als Highlight, nicht für jeden. Für den einen oder anderen ist das vielleicht einfach eine Herzensangelegenheit, ein Herzensprojekt, vielleicht auch einfach so du selbst als fühlendes Wesen im Umgang mit den Dingen, die um dich herum sind. Ja, und was auch immer dich hier beschäftigt, dein Highlight ist die Klarheit. Die Klarheit, die daraus resultiert, dass du Gedanken und Gefühle fließen lässt und beobachtest, ja, vielleicht auch mal in diesen stillen Zeugen gehst, der einfach beobachtet, der sein Leben auf einer Bühne betrachtet und daraus Erkenntnisse zieht. Und diese Erkenntnisse, die sind dein Highlight im Herbst. Und dann habe ich hier noch die Leidenschaft. Und das trifft natürlich sowohl für die Liebe zu, als auch für die Herzensprojekte, ja, dass einfach so dieser Funke der Leidenschaft entzündet wird. Und auch das ist mit noch ein Highlight für dich für den nächsten Herbst. Ja, liebe Jungfrau, soweit ein Blick in die Karten für dich, in deine Highlights für 2025. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich riesig über Kommentare unter diesem Video. Die sind so wichtig für den Kanal und auch für meine Arbeit hier bei YouTube. Und ich freue mich so riesig, dass gerade auch unter den Jahreslegungen gerade viele kommentieren, ja, weil ich auch mal ein bisschen was von den Menschen sehe, die hier immer zuschauen. Und das ist mir eine Riesenfreude. Ich danke dir fürs Zuschauen. Schön, dass du noch da bist. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Zum neuen Jahr 2025 gibt es wieder die persönliche Jahreslegung als Video zum Download. In dieser Legung schaue ich in die Energien des neuen Jahres hinein. Schaue nach Segnungen und Herausforderungen. Diese Legung gibt wertvolle Inspirationen und Impulse. Die Plätze für diese ganz besondere Legung sind begrenzt, daher empfehle ich dir, bei Interesse nicht allzu lange zu warten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite und den Link dazu wie immer unter dem Video.